So, hallo und willkommen zurück bei The Tenants. Ich habe mittlerweile zwei neue Makler eingestellt, weil ich jetzt mal auf Geschäftstüchtigkeit gegangen bin. Und siehe da, die Verträge, die ausgehandelt wurden, sind alle deutlich besser als die vorherigen. Also unsere neue Maklerin, zumindest in den Schlumps, die macht sehr gute Arbeit. So, dann habe ich nebenbei noch diese Mission, die Hauptmission geschafft mit 80 Zufriedenheit über einen 120-Tage-Vertrag. Ja, das kann ich aber nicht planen. Das ist jetzt einfach, ich habe es auch gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Aber es passiert. So, nächste Mission. Es wird Zeit, nach den Sternen zu greifen. Nimm dein Geld und kauf die renommierteste Immobilie im Vorort. Sehr gut, er hat überwiesen. Hier sehen wir übrigens mal Jenna, wie heißt sie? Booth heißt sie. Also, 5,3 von 4,9. 2,7 von 2,3. 10.000 von 9,9. Gut, das war minimal. Und hier 4,4 von 3,8. Also, die hat bei jedem Vertrag sehr gute Arbeit geleistet. Sehr gute Arbeit. So, und dann habe ich die Mieterin. Ich war die Zeit lang in den Schlumps unterwegs. Und dann habe ich aus Versehen den Vertrag von der Mieterin aus der Wohnung von der gestrigen Folge verlängert. Die hat jetzt 60 Tage. Hatte aber irgendwann Schulden. Und dann kann man nämlich jemanden straffrei kündigen. Und das habe ich einfach gemacht. So, dementsprechend ist die Wohnung jetzt frei. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Da war sie. Ja, manchmal ist es komisch. So, da ist die Wohnung. Diese hier. Renovieren. Jo, the question is... Also erstmal das... Hallo? Hallo? Das fliegt raus. Dann ist da eine Tür, da ist eine Tür. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier reinmache. Also die Küche kommt auch wahrscheinlich dann nach da hinten. So, wir machen erstmal Fußböden. Also, wir fangen mal mit denen an, die bleiben. Also, wir nehmen hier schon mal Fliesen und Wände machen wir hier in so einem Grau. So, dann werden wir das Bad ein bisschen überarbeiten. Wanne ist okay. Das Ding, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Level das hat. Gut, das Klo ist schon gut. Waschmaschine könnte man ersetzen. Auf jeden Fall werden wir einen Wäscheständer mit hinbauen. Und theoretisch hätten wir noch einen Korb gebraucht. Aber gut. Ganz ehrlich, das fliegt raus, weil da haue ich mir eine große hin. Ich habe immer noch keinen neuen Spiegel, ne? Nee. Ich habe zwar wieder ein, zwei Sachen geschafft. Was? Deine Mieter sind so laut. Ah ja, easy. Nimm's locker. So, dann machen wir noch ein bisschen Dekoration drauf. Ja, gibt's noch eine kleinere? Ah, ja. Danke für nichts, Idiot. Ja, ja. Gerne, Gebäudemanager, gerne. So ein Spiegel und meinetwegen hier noch so ein Blömsche. Ich kann auch auf die Dings hier eins raufsetzen, ne? Genau. Ja gut, den Rest kann man tatsächlich eigentlich so lassen. Pömpel. Ist das derselbe? Ja. Achso, so ein Wäschekorb. Kriegen wir den hier noch in die Ecke? Ah. Kriegen wir in die Ecke. Und eine neuere Tür hätte ich gerne drin. Gut. Hängen wir hier noch irgendwas drüber? Also diese ganzen Motivationsposter, die sind so sinnlos. So, hips. Komm, wir knallen es hier hin. Gibt's dahin. Gut. Dann Schlafzimmer. Da. Double Bed. Wird ersetzt durch ein teures. Und stellen wir auf jeden Fall in die Mitte. So, erstmal gibt es noch neue Bodenbelege.
Und wann mäßig? Bauen wir mal so. Ach ja, eine Tür gibt es natürlich auch eine neue. Zack. So, ganz ehrlich, das werden wir hier alles erstmal verkaufen und neu planen. Ich hätte nämlich gerne zwei Kommoden. Die eine kommt auf jeden Fall schon mal ein Wecker. Die andere können wir so eine kleine Blume stellen. Hier so eine Pimmelblume. Das ist doch schön. Und drüber hätte ich gerne ein Wandbild. Ach ne, eine Fußmatte will ich nicht. Ich will einen Läufer. Weil die Frage ist, ob ein Läufer Sinn macht. Ist das überhaupt mittig? Ja. Ja, macht schon Sinn. Ist okay. Gibt es hier sowas wie Canapés? Wahrscheinlich erst später, ne? Na gut, dann schmeißen wir hier noch so einen Spiegelschrank hin. Kriege ich daneben noch eine Blume? Gott, die sieht ganz grauenvoll aus, die Blume. Machen wir so. Kriege ich hier Kerzen drauf? Kriegen wir. Sehr schön. Und vielleicht hier noch so ein Ding. Obwohl, das könnten wir für ein Arbeitszimmer in Anführungsstrichen machen. Ein paar Hanteln können wir hier vorne noch hinsetzen. Und meinetwegen noch so ein Mannshohn-Spiel. So. Na, ja, weiß ich nicht, ob wir hier noch eine Vase hinknallen. Hier so ein Kalender können wir noch hinmachen. Passt überhaupt nicht optisch, aber egal. Gut. Haben wir. Dann wird das hier die Küche. Wände. Alter. Oh. Sehr krasse Farbe. Das können wir ruhig verschieben. Also wir müssen ja nicht alles wegschmeißen. Ich meine, so einen Geldscheiß habe ich dann auch nicht. Ja, aber gut. Da baue ich mal ein paar edlere Sachen hin. Schade, ich hätte gern in die Ecke noch. Ah, das ist doch das Gleiche, ne? Ein Glück habe ich es weggeschmissen. So, hier so eine kleine Eckdings. Zack. Ah, ich brauche eine Spüle noch. Okay, müssen wir alles nochmal ein Stück nach vorne ziehen. Doch, hier ist die Spüle dafür. Schön, schön, schön. Ohne kleine S-Ecke würde ich noch hier hinknallen. Ja. Ist ein bisschen eng da vorne, wenn man reinkommt, aber okay. Das können wir ruhig mal setzen. Da können wir bestimmt auch noch eine Blume hinknallen. Ja, sehr schön. Ein paar Küchengeräte würde ich noch setzen. Beispielsweise, ja, hier so ein Toaster noch rangestellt. Eine Küchenwaage. Vino-Regal, ja, das kann man auch noch setzen. Espresso-Kanne.
dahin. So, dann machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, diese Teppiche sind auch so schlimm. Da vielleicht noch einen kleinen Läufer und ich hätte gerne noch so eine Wandpflanzen. So. Damit kann ich voll leben. Hier ist ein Makramee noch über den Tisch gehangen. Und da können wir noch eine Blume raufstellen. Ah, ist sogar mal mittig. Sehr schön. So, das hier wird so ein... Ich habe keine Ahnung, was ich hier reinbaue. Ach, das ist der Flur? Ah, das ist der Flur. Alles klar. Gut, ich weiß nicht, wie die Leute da reinkommen, aber wir haben das Problem erkannt. So, was mache ich denn hier rein? Mache ich hier auch... Mache ich Laminat, wa? Und als Wand... Oh, sieht so aus. Ja, komm. Ich vertraue dir. Oh, nee. Ist die hier? Oh. Rot. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ja. Wo ist denn eigentlich die Heizung? Ach, da hinten. Okay. Ach, Couch, was ist denn das für ein Ding? Das. Es sind Dreier davon. Okay, sowas habe ich noch gar nicht. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall stehen lassen. Couchtisch. Couchtisch. Ja, Couchtisch brauchen wir eigentlich nicht. Hier können wir so einen kleinen Eingangsbereich machen. So, was hat sie ausgehandelt? Sehr gut, für 9,1. Also ihr seht, die ist wirklich bombastisch, die junge Frau. Die ich mir da eingeladen habe. Sehr, sehr schön. So, eine kleine Pflanze. Ich würde hier tatsächlich noch so ein bisschen Dolby-mäßig zwei Boxen rübersetzen. Ja, so ein Holzregal. Können wir vielleicht hier noch eins hinmachen. Ansonsten brauche ich auf jeden Fall noch einen DVD-Spieler. Videospielkonsole. Ah, komm, DVD. Oder wir machen mal ein paar DVDs noch mit dahin. Das sind Bücher, ne? Ne, das sind DVDs. Okay. Kann ich das eigentlich noch rauflegen? Nee. So, dann packen wir noch ein Spiel mit dazu. Da können wir auch noch mal ein bisschen was für die Optik machen. Boah, das ist auch immer schwierig. So, zwei Vorhänge. Da kommt Deko rein. Ah, geht das oben rauf? Nee, schade. Oh, so ein Kaktus kriege ich rein. Ja, sehr schön. So, ein Kollegen noch. Eine Kuckucksuhr. Direkt neben die Eingangstür. Hängt ein bisschen in der Luft, ne? Aber ist egal. So, live in a boat. Kann ich da noch so ein Teil hinsetzen?
Was kann ich denn noch reinknallen? Also ein Teppich kommt auf jeden Fall noch mit rein. Oh, dieser hässliche. Der ist aber auch nicht schöner. Der ist genauso eklig. Aber der passt so ein bisschen zu den Vorhängen. Ein paar Bücher könnten wir vielleicht noch mit reinmachen. Ah, die überschneiden sich zwar fast, aber ist egal. Piano. Aber dafür haben wir keinen Platz. Grammophon, antik. Können wir da noch mit oben ruf basteln? Finde ich schön. So, ein kleines Fass. Ist ja eigentlich auch Deko, ne? Zum Lagern von Flüssigkeiten. Ich hoffe mal, dass das nicht macht. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich halbwegs zufrieden damit. Ach so, eine Dartscheibe, ja. Kriegen wir die noch dahin? Das würde da auch noch passen. Dann können wir da noch eine Dartscheibe hinschmeißen. Dann bin ich aber auch fertig. Genau, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Küche. So, Türen sind alle ersetzt. Tag der offenen Tür. Machen wir über das Radio. Ist eine ganz schicke Wohnung eigentlich, finde ich. Und dann schauen wir mal, ob wir hier einen vernünftigen Mieter kriegen, der uns auch ordentlich Geld dafür bezahlt. Oh! Nice! Wow. Sehr schön. Keine Schulden. Exzellent. Auch exzellent. Dafür hat er richtig Schulden. Und auch diverse Verbrechen am Start. Jessin Finch. Scheiße, jetzt noch zufriedenstellend. Wow. Auch noch zufriedenstellend. Alter, die ist auch schöne Vergewaltigerin. Alter, jetzt gefällt sie mir auch nicht mehr. Was würdest du mir zahlen? Oh, shit, 4,7. Ah, ach, das ist auch der falsche. Jesse Lynch hätte ich gern. Okay, was zahlst denn du mir? Alter, 4,6. Ja, alles klar, komm, bist raus. So, Sicherungskasten. Kann man einen Profi vorbeischicken. Scheiße, Alter. Okay, 3,6. Raus, die Oschi. Keine Vorstrafen und jetzt halbwegs von ÖA zufriedenstellend. Das ist okay. Die könnte man akzeptieren. Für 5000. Ja, sehr schön. Sehr gut, 5300. Keine Vorstrafen, gute Mietverhältnisse vorher. Oder waren es gute? Also akzeptabel auf jeden Fall. Ja, zufriedenstellend. Das ist okay. Und wir haben die Wohnung an die Frau gebracht. Sehr nett. So, nächster Vertrag. Ja. Alter, 1700? Was ist das für ein Vertrag? Eva Sandford. 1900. Naja, es geht bergauf. Sehr schön. So, 102.000, dafür werde ich hier nicht viel kriegen, ne? 200, 500. Ach so, hier die Lilac Lane, kann ich euch auch zeigen. Es müsste das hier sein. Genau, kostet 738.000 Dollar. Hm, ganz genau. Weil ich's ja habe. Also selbst mit sämtlichen Krediten. No. Ashley knapp, jetzt bin ich gespannt. 6,3?
Ich hoffe so auf 6-7. Oh, 5-8, was ist denn da los? Einmal geht's wieder bergab. Habe ich sie wohl ein wenig zu früh gelobt, die junge Dame. Aber gut, insgesamt macht sie ja wirklich einen guten Job. Apropos guter Job, haben wir hier noch irgendwas? Runderneuerung. Runderneuerung. Ah, ich habe letztens einen Auftrag gemacht, auch für so eine richtig hohe Entlohnung. Da musste ich allerdings nur ein... Musste ich ein Bad machen? Ja, ein Bad musste ich, glaube ich, machen. Und habe dafür auch 8000 gekriegt. Diese Großaufträge. Wann schalte ich denn eigentlich den letzten Bezirk frei? Ach Gott. Irgendwann. In einem späteren Update. Gut, okay, da kann ich ja lange warten. Bis da mal was passiert. Aber hier kann man es auch alles nicht leisten. Ja, es ist einfach eine Frage der Zeit irgendwann. Bis man sich diese ganzen Sachen kaufen kann. So, mindestens 4,8. 4,2, weniger, krass. Obwohl sie eine gute Gefühlslage hatte. Hm. Oh Mann, ey. Naja. Okay. So, meine Damen und Herren. Ich werde The Tenants jetzt beenden. Aus diversen Gründen. Erstens, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, weil ich muss hier sehr, sehr viel Zeit immer investieren, um genug Geld anzusparen. Und das dauert ewig. Das dauert wirklich ewig, bis das... Hallo? Immer mal so weit ist, dass ich irgendwas euch zeigen kann. Sehr schön. Deswegen ist das eigentlich... Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und zwar diese Zeit, die dazwischen immer liegt, bis ich eine Folge aufnehmen kann. Die habe ich einfach nicht und das will ich mir auch nicht antun. Dass ich jetzt hier insgesamt 2 Stunden immer brauche, um eine Folge hochzuladen. Oder zu machen. Nicht während ich arbeite oder wenn ich arbeite. Das schaffe ich einfach nicht. Und der zweite Grund ist wahrscheinlich der, der mich aktuell noch am meisten stört. Es gibt einfach keine Abwechslung mehr. Die Aufträge sind alle gleich. Die, ja, also die Sachen, die ich hier bekomme, ich meine, klar, ich kriege hier nach und nach immer neue. Halt, da war's. Neue Belohnung. Ja, ist okay. Kann man immer mal wieder machen. Hier 13 Stunden und das ist, glaube ich, Folge 13 gerade mal. Naja. Und, ja, dadurch, dass es Early Access ist, wird es ein wenig dauern wahrscheinlich auch, bis hier ein paar neue Inhalte kommen. Also, es wird auf jeden Fall The Tenants nochmal geben. Spätestens, wenn der letzte Bezirk, also, der jetzt erstmal von vornherein dasteht, Manhattan, spätestens, wenn der freigeschaltet ist, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen, weil den möchte ich euch nicht vorenthalten. Bis dahin werde ich wahrscheinlich The Tenants eher so für mich spielen. Ein bisschen Geld machen, neue Immobilien kaufen und... ja, einfach reich werden. Also es geht nach und nach bergauf. Allerdings, am Anfang dauert es sehr lange, später wird es ein bisschen einfacher und wahrscheinlich gegen Ende hin werden wir so im Geld schwimmen, dass ich mich auslache, dass ich so lange gebraucht habe am Anfang. Ja, aber wie gesagt, wenig Abwechslung und mehr Inhalt. Das sind die zwei Sachen, die mich gerade dazu bewegen, The Tenants zu beenden. Erstmal. Wie gesagt, wird weitergehen später, wenn neue Inhalte dabei sind. Oder dass vielleicht mal irgendwann aus dem Early Access raus ist. Ich meine, gut, jetzt ist es gerade mal 2 Wochen, glaube ich. Ja, na, noch nicht mal 1,5 Wochen draußen. Also von daher, ich glaube, bis die finale Version dann released ist, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ja, wie gesagt, bei größeren Updates und neuen Inhalten sehen wir uns definitiv wieder mit The Tenants. Ich bedanke mich und sage bis zur nächsten Folge The Tenants. Oder für die, die vorher schon was anderes sehen wollen, einfach abonnieren und auf meinem Kanal sich mal umschauen. Genug Inhalt gibt's und da ist bestimmt für jeden so ein bisschen was dabei. So, genug gelabert. Wir sehen uns später wieder. Haut rein, ciao, tschüss, auf Wiederschauen.